Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wo ich überhaupt lang... Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Naja, ist doch gut, regt sich mal nicht so auf. Ich muss ja erstmal alles hier finden. Kann ja auch nicht irgendwas fotografieren, passt ihm ja auch nicht. Also weißt du... Hier ist was los. Nee, siehst du die Wölle nicht? Das ist der Sünde! Was weiß ich? Du weißt nicht, wie es ist! Was ist das? So spricht Gott! Komm hier rüber! Komm schon, komm her! Halt! Dann machen wir das. Okay, aber es fehlt uns irgendwie trotzdem noch was. Oh, nervt doch mal nicht. So. Ach, guck mal. Bisschen Geld. Jesus liebt mich. Oh. Fetischspielchen. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen, nicht weil wir von Gott dazu berufen wurden. Na, guck mal. Du weißt nicht, wie es ist. So, das machen wir gleich mal weg. Wow, nee, nicht damit. Das ist schön. Also. So, schauen wir mal hier rein. Mhm. Ja. Jesus liebt mich, das weiß ich. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Ah. Was gibt denn hier? Läuse? Gut, jetzt geht's. Los. Na, mein Guter, wärst du mal so freundlich und würdest mal bitte das tun, was ich dir sage? Tu ihr bitte nicht weh. Nimm mich stattdessen. Ah. So. Was? Wo, wo, wo? Sie war mein Kind! Das ist mir doch wurscht. So, das ist mir relativ schnurzpiepups egal. Wir haben jetzt endlich wieder einen Pfeil. Dem folgen wir natürlich. Das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne. Ich habe Brian kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen ihr Klo auspumpen müssen. Wenn ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich sie beruhigen. Da kann ich was machen. Sagt er, warum sollten sie das für mich tun?
Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonagh gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Interessant, okay. Ich bringe den noch nicht um. Aus dem einfachen Grund, er hat keine Little Sister. Das heißt, wenn ich ihn jetzt umbringe, kriege ich vielleicht ein bisschen Geld von ihm, aber ich kriege keinen Adam. Das ist aber das, was wir brauchen, um uns Plasmide zu kaufen. Deshalb warte ich jetzt, bis der hier eine rausholt und dann... Da. Das ging aber jetzt schnell. Okay. Bringt das was, wenn ich die fotografiere? Mhm. Okay. So, komm her. So. Wir müssten jetzt alle in dem Level befreit haben. Zeit für die Haie, süßer Engel. So, da dürfte jetzt keine Little Sister mehr rauskommen. Wir können natürlich den Bouncer, also den Big Daddy, jetzt noch umbringen. Aber da kommt jetzt keine mehr raus, soweit ich weiß. Ja. Also, wenn wir den jetzt umbringen, kriegen wir etwas Geld, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach. Ich weiß nicht. Meine Schüsse! Meine Schüsse! Ich weiß ja, den Rat, der ist nicht verletzt. Ich muss niesen. Wie wird das? Oh Gott. Entschuldigung. Ich musste mal niesen. So, Kumpel. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Ich suche immer Ärger. Setz dich kurz hin. Ich
muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Mhm. Na, dann mach mal. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Bleib bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. Okay, ich soll meine Waffen jetzt wegtun? Okay. Der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Wir können dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Na dann, mach mal. Zünd ja schon mal alles an, bitte nicht wundern. Oh oh. Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Was? Oh Gott. Na, schmeiß. Ja, toll. Ja, das ist aber schön. Oh oh. Du glaubst, du kommst damit? So. Okay, da ist eine Waffe. Müssen wir mal schauen. Jesus liebt mich das. Jetzt kriege ich das Lied wieder aus dem Kopf. Tut mir leid. Oh, guck mal. Geld. Hier liegt doch eine Waffe. Ha. So, das machen wir auch mal auf. Für so leicht durchschaubar hältst du mich. Dein Verfluchter, ja, du in der Schlacht bist. Mach die Sache nicht unnötig schwerer. Ja.
So. Ach, schön. Das gefällt mir. Da war was drin. Ja, nix. Da war noch was drin. Jawohl. Jesus lieb. Cool, dass die ein paar Eve-Spritzen haben. Gefällt mir sehr gut. So, das machen wir mal kaputt. Damit sich ja keiner heilen kann. Ach, von hier kommen wir ja, ne? Jesus liebt mich ganz. Zack, 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 zack. Ein Waffen-Upgrade. Ich möchte meine Schrotflinte Schaden steigern. Stimme. Na, warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. So, guten Tag. Warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Ist er tot? So, jetzt hören wir uns an. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ah, okay. Also von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben, hat er gesagt. Das Schmugglerversteck. Rüste deine Waffe an einer alle Macht dem Volke Station auf. Okay. Okay, hier ist nichts drin. Hier ist ein Vita-Camper. Das ist nicht gut. Da-dam-dam-dam-dam-da-dam. Hier ist ein Rohrpop. Ja, okay. Ich würde sagen, die Kiste hat mich ganz kurz weggebackt.
Das ist alles leer, ich verstehe es nicht. Oh. Das hören wir uns mal an. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer. Ach, das. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Also, dass sie den immer nicht aussprechen lassen. Ich lasse das jetzt nochmal laufen. Wir sind. Schön, du hattest deinen Spaß. Sag mal. Aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. So, ihr Süßen, ich würde sagen, ich mache eine ganz fixe Aufnahmepause, einen kurzen Cut, damit ich die Folgen nicht schneiden muss. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Namalia.